Freiburg im Breisgau. Eine malerische Stadt voller Leben. Mit hellwachen Einwohnern, die nicht so leicht hinters Licht zu führen sind. Wirklich nicht? Wir machen die Probe aufs Exempel. Dazu legen wir eigens einen neuen Fußgängerübergang an. An einem neuralgischen Punkt, wo man immer auf den fließenden Verkehr achten muss. Nur, dass wir den Verkehr auch vortäuschen, wenn gar keiner fließt. Akustisch jedenfalls, mit Hilfe dieser Lautsprecherbox. Bevor die neuartige Anlage in Betrieb geht, wird sie natürlich getestet. Reifen quietschen? Check. Hupe? Check. Jetzt noch die Straßenbahn? Check. Fehlen noch die Testpersonen. Dieser Kandidat hat ein gutes Ohr, lässt aber die räumliche Orientierung vermissen. Hier ist die Wahrnehmung selektiv. Reifen nein? Hupe ja, aber wo? Vielleicht ein Flugauto? Die Verkehrserziehung in den Schulen scheint jedenfalls gut angeschlagen zu haben. Sensibel wie immer Hundeohren. Und gemeinsamer Schrecken ist doppelter Schrecken. Bitte schön, möchten Sie das trinken? Viel Spaß. Ein Internetcafé, in dem, bis auf die junge Kundin, nichts so ist, wie es aussieht. Die anderen Gäste, die Computer, alles von uns inszeniert und installiert. Auch das klitzekleine Problem, auf das die ahnungslose Internetnutzerin unversehens stößt. Können Sie vielleicht kurz schauen? Was gibt's? Eine Virusmeldung. Bitte? Hier ist Wasserbildschirm. Können Sie mir mal hier helfen? Kleinen Moment. Codeschluss ausmachen, bitte aus. Hey, was soll so ist hier? Keine Panik, ganz ruhig. Wir haben hier ein Virusproblem. Haben Sie eine 119er-Nummer gewählt? Nein. Ich habe den Internet-Virus ausgelöst. Ich habe das genau gesehen. Die ist dann mit 090er-Nummern am Fuchteln. Nein, Sie sehen das doch. Ich bin bei Hotmail. Der Fehler ist eindeutig hier. Die anderen Laptops sind sozusagen gestört. Das heißt, Sie haben hier gerade diesen Virus ausgelöst. Wissen Sie, was das weltweit bedeuten kann? Also man, die Folgen sind die... Wissen Sie, was ich Ihnen sage? Verstehen Sie mich? Verstehen Sie Deutsch? Ja, ich habe ganz normal an Ihrem Computer, so wie ich es normalerweise immer zu Hause mache, nur im Moment mein Laptop nicht in Ordnung ist, und ich hier reinkomme, einfach in Hotmail reingehe, mein Passwort eingebe, damit ich meine E-Mails nachprüfen kann, damit ich geschäftlich auch weiterkomme. Ja. Und dann kommt sowas. Also ich habe nichts ausgelöst. Ich bin nicht von gestern oder sonst noch irgendetwas. Ich weiß schon, wenn ich irgendwo hindrücke und ich lese mir alles durch, bevor ich irgendwas aktiviere. Okay. So, was kommt denn jetzt? Guten Tag, meine Damen und Herren. Vor wenigen Minuten ist offenbar ein gezielter Anschlag auf das Internet verübt worden. Ein bisher nicht bekanntes Virus verbreitet sich mit rasender Geschwindigkeit über Europa und das weltweite Netz.
Inzwischen sollen bereits zahlreiche Verbindungen und Dateien zerstört worden sein. Besonders stark betroffen sind die Finanzmärkte in Europa und Asien. Dazu direkt von der Frankfurter Börse Dieter Möller. Ja, auch hier an der Frankfurter Börse hat natürlich die Meldung über den Killer-Virus zu Panik und Chaos geführt. Die Anleger haben alles verkauft, was nicht nied- und nagelfest ist. Die Kurse sind alle miteinander kräftig in den Keller gerauscht. Der DAX hat innerhalb weniger Minuten über 500 Punkte verloren. Ja, ich nenne nur ein Beispiel, unsere schöne Volksaktie Deutsche Telekom, die hat verloren, nämlich von 13,50 Euro auf unter 50 Cent. Das habe ich nicht gemacht, das kommt durchs Netzwerk. Wenn der eingegeben wird und es sind hier Leute alle im Netz, dann wird das durchgegeben. Verstehen Sie, was ich Ihnen sagen will? Ja, aber Sie haben es doch ausgelöst. Ich habe nichts aktiviert. Verstehen Sie Deutsch? Ja, ich verstehe Sie auch sehr gut. Aber Sie sprechen ja, aber Sie sagen immer wieder zu mir, was haben Sie gemacht? Und ich habe Ihnen schon 50.000 Mal erklärt, was ich gemacht habe. Ich möchte mit Ihnen doch nur den Fehler... Ja, aber ich habe Ihnen schon jetzt 5 Mal gesagt, was ich gemacht habe. Ja, aber ich will doch mit Ihnen nur verstehen, wo bin der ich Fehler jetzt hier liegt. Im falschen Film oder was geht hier ab? Jetzt erklären Sie mir bitte, wie es zu diesem Virus und diesen weltweiten Katastrophen kommt. Was machen Sie denn? Weil Sie sollen surfen und nicht hacken. Ich habe hier nichts gemacht. Verstehen Sie, was ich Ihnen sagen will? Ja, aber der Beweis ist doch da. Eine Viruswarnung. Weltweit. Die Börsen brechen zusammen. Jetzt erklären Sie mir bitte doch mal, was haben Sie falsch gemacht? Wenn Sie bitte die Polizei rufen, so geht das nicht weiter. Ich rufe Sie, kein Problem. Ja, rufen Sie bitte sofort die Polizei. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit einer Extra-Ausgabe der Tagesschau. Guten Tag, meine Damen und Herren. Die Tagesschau meldet sich erneut mit einer Extra-Ausgabe zu dem im Internet verbreiteten Virus. Sie dürfen doch nicht 119 Nummern wählen. Ich rufe jetzt die Polizei und ich habe auch keine Angaben. Das ist das Innenministerium. Könnte der Täter bereits identifiziert werden? Es soll sich um einen einzelnen Mann handeln. Sein Name? Frank Elsner. Tja, mit dessen Namen begrüßen Sie dort im Gambolf Internet, da wir Ihnen Bonn recht herzlich in der Fernsehsendung. Verstehen Sie Spaß? Herzlich willkommen in der Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß? Ich muss jetzt 2 Minuten arbeiten, gehen ich auch schon die Polizei an. Hallo? Melden Sie sich wieder an. Also, ich war hier bei Verstehen Sie Spaß und ich wurde mir jetzt verarscht, das ist für mich nicht leid. Alles in allem ist das Internet ja doch ein Segen. Zum Beispiel als Möglichkeit, schöne Dinge zu ersteigern. Zum Beispiel niedliche kleine Tiere wie ein Pony. Und wenn die Lieferung dann auch noch frei Haus kommt, kennt die Freude keine Grenzen. Ja, guten Tag. Ist die Juliane da? Nein, die ist nicht da. Warum? Oh. Ist sie in der Schule, genau. Oh, wann kommt sie denn wieder? Die wird heute Nachmittag was kommen. Nur. Ja, so lange kann ich nicht warten. Also folgendes ist, sie hat ein Pony zum Reiten über eBay ersteigert. Bargeld ist bezahlt und wir bringen das Pferd jetzt. Sie hat bitte was? Über eBay ein Pferd von uns ersteigert. Ja, das kann ich mir, das glaube ich aber kaum. Bring's runter. Da müssen Sie sich dann noch mit Ihrer Tochter absprechen. Das ist, kommt von Dresden, sehen wir. Und sie hat ein Schnäppchen gemacht für 180 Euro. Normalerweise ist hier 350 wert. Aber sie hat am längsten gesteigert. Und gibt es hier eine Reitanlage? Irgendwie was? Besonders generöse Anbieter legen ja sogar noch ein kleines Gratisgeschenk obendrauf. Jungfohlen ist noch dabei. Die ist noch ein bisschen. Das ist irgendwie ein schlechter Scherz, oder? Na, also, erlauben Sie mal. Schlechter Scherz. Soll denn meine Tochter das in Barbarien bezahlen? Können Sie mir das mal erklären? Im Brief direkt 180 abgezählt, habe ich nur gewundert. Nicht per Überweisung, per Nachname, sondern Cash. Ja, mit wem hatten Sie den Termin vereinbart, dass das heute kommen soll, oder wie? Mit Ihrer Tochter. Und wie, bitteschön? Per Telefon, oder? Per Telefon. Extra nochmal angerufen, abgesichert. Ja, ich bin da. Und jetzt geht's sein Gang. Ihre Tochter reitet. Die reitet, das ist schon gut. Also. Ich kann das jetzt so, wie gesagt, ich meine, wir haben mit unserer Tochter ein sehr gutes Verhältnis. Wie gesagt, normalerweise würde sie mich darüber in Kenntnis setzen. Also ich muss Ihnen alles sagen, ich bin eigentlich nicht bereit, die Pferde jetzt hier abzunehmen. Gut, Herr Günther. Schönen Dank, schönen Tag noch. Tschüss. Das ist wohl ein schlechter Scherz. Bitte
Der Lieferant fährt, die Ponys bleiben. Getreu der Devise, du sollst immer grasen, wo du angepflockt bist. Der Hof wird zum Ponyhof. Und in der Reihenhaussiedlung entsteht ein kleiner Streichelzoo. Wir sind gerade angerufen worden. Und zwar, die Ziege gehört auch noch dazu. Die Ziege gehört auch noch dazu. So, und Sie halten das wirklich für einen üblen Scherz? Ja, das ist auch nur ein üblen Scherz. Hier steht ein Shetland-Pony bei allem darf. Wissen Sie, da steht nicht davon, wie viele. Was es ist, wie gesagt, ich werde dann bei eBay nochmal nachhaken, was das für eine Artikelnummer ist. Das kann ich ja jetzt nicht so auf die Schnelle nicht machen, aber das werden wir dann schon noch klären. Also das ist mit Sicherheit nicht das Problem. Also ich denke mal, können wir hören, wir werden natürlich noch einen engeren Kontakt miteinander pflegen. Ja, bestimmt. Wissen Sie, wer der ursprüngliche Besitzer war und ist? Was? Dieser Pferde? Ja, und der Ziege? Das weiß ich nicht, wer das ist. Das wissen Sie nicht? Woher soll ich denn das wissen, wer der ursprüngliche Besitzer ist? Ja. Ich nehme mal an, Sie sind der Besitzer, wenn Sie es so kaufen. Ja. Ich hoffe, Sie haben einen Eigentumsnachweis irgendwie sowas. Ich bin ja der Vermittler. Aber der richtige Besitzer ist, kennen Sie Frank Elsner? Das ist doch wohl ein schlechter Scherz, oder? Das ist ein guter Scherz. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Danke. Macht's gut. Dreharbeiten mit Schlagersängerin Michelle. Technik, Team, alles ist vorbereitet. Nur die Chanteuse muss noch instruiert werden. Den drehen wir hier über die Kamera mit der Regenmaschine. Die Regenmaschine läuft auch einwandfrei. Im Gegensatz zu vielen anderen Dingen bei diesem Dreh, wie Michelle noch feststellen wird. Dabei ist doch alles bis ins kleinste Detail durchgeplant. Ich erkläre mal ganz kurz. Sie beginnen mit Ihrer Moderation. Der Ton hat das Stichwort. Ich bleib stehen während der Mod. Während der Mod, ja. Das ist Ihre Kamera. Okay. Ja. Und dann beginnt sofort das Playback. Und wenn Sie das Playback begonnen haben, runterlaufen. Am Rand hier entlang? Am Rand, okay. Nee, am Rand. Bisschen Tempo machen, ins Auto rein. Und noch bevor der Refrain anfängt und wenn der Regen wieder fällt, ja, dann beginnt der Regen. Ja. Scheibenwischer an und losfahren. Okay. Okay, alles klar. Also. So Leute, sind wir sonst soweit? Und bitte! Tja, gerade heute an so einem Tag ist es wieder einmal unheimlich wichtig, an die schönen Dinge des Lebens zu denken. An so einem Tag, wenn der Regen wieder fällt. Die Scheibenwische. Ja, langsam. Ich weiß nicht, die Scheibenwische sind an. Sind Sie an die Scheibenwische gekommen, oder? Nee, es hat doch geheißen, ich soll beim Refrain den Scheibenwischer an. Ja, ja. Aber das war viel zu früh. Es muss erst regnen. Und dann es muss erst regnen, es war noch kein Regen da. Also es war. Ach so. Es sah ein bisschen also doof aus. Wir haben es gerade beobachtet. Ja, ja, der Regen fällt erst und dann geht natürlich die Scheibenwische an. Okay, alles klar. Nicht, dass wir erst die Scheibenwische an, würden wir den schon prophetisch. Zum, wenn der Regen wieder fällt, okay. Okay. Ja? Also erst, wenn der Regen wirklich fällt, dann. Ja, natürlich. Ich war nicht der Scheibenwischer. Chris!
Ich habe nichts gemacht. Ich habe nur die Türe zugemacht. Wir haben doch ausgemacht, dass... Also ganz einfach. Erst, wenn der Regen fällt... Ja, ich habe das schon verstanden. Ich habe jetzt wirklich nicht am Scheibenwischer gedreht. Und das, ihr müsst ein bisschen früher auch mit dem Regen kommen. Könntest du es ihr bitte erklären? Die kapiert es nie. Ich glaub das gar nicht. Ich hab nichts gemacht. Ja, wie vorhin, gell? Ja, sie sind an die Hupe gekommen. Hier, das also erstmal komme ich hier gar nicht dran, weil ich gar nicht so dick bin. Und die Hupe steht nicht im Drehbuch. Also es ist nur die Scheibenwischer. Also wir versuchen es noch einmal jetzt. Gut. Ich bin echt nicht an die Hupe dran gekommen. Sorry, aber... Michelle! Einfach den Knopf jetzt im Moment vergessen und dann im richtigen Moment drehen. Ich weiß. Ist nicht schwer. Was ist das für ein Arsch? Der Ton wird jetzt doch etwas spitzer. Sag mal, ihr habt sie wohl echt nicht mehr alle, oder? Chris Mann! Michelle! Was sind das für Arschlöcher? Typisch Mann, echt nichts unter Kontrolle haben. Dann erklärst du ihr richtig, dass sie es auch richtig macht. Mann! Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich bin vielleicht blond, ja, aber also... Das liegt nicht an mir, das liegt an dem scheiß Auto. Wir haben es eben die ganze Zeit ausprobiert und das ist... Ich glaube, als Frau kriege ich das noch eher hin wie als Mann. Wissen Sie, rückwärts einparken ist ja hier gar nicht verlangt. Aber nur... Ich kann auch rückwärts einparken. Ah. Ja. Na gut. Es ist soweit. Der Wagen hat auch die Schnauze voll. Schweine hier! Ihr seid echt Schweine, echt wahr. Ich find's echt scheiße. Ich kann nichts gemacht haben. Ich war nicht im Auto. Wenn der Regen wieder fällt, dann braucht man ein gutes Handtuch, gell? Oh, ihr seid echt Schweine. Oh, ihr seid echt Schweine. Ihr seid erst mal lesen, was da draufsteht. Ich hab schon gelesen. Bevor wir zu haben. Wir können da gar nichts dafür. Männer. Gar nichts können wir dafür. Männer, echt wahr. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Freunde der Bodenseeschifffahrt. Wir haben uns heute hier eingefunden, um gemeinsam diese feierliche Schiffstaufe vorzunehmen. Dieses Schiff wird der Stolz des Bodensees sein und den Namen Gabi an alle Ufer tragen. Der Kapitän dieses Schiffes wird nicht nur bei Sonnenschein, sondern auch bei Wind und Wetter, Sturm und Regen wie heute mit sicherer Hand durch die Fluten steuern. Im Namen der Bodenseeschifffahrtsdirektion darf ich nun unsere Taufpatin auf das Herzlichste begrüßen. Sie hat den langen Weg vom Schwarzwald zum Bodensee gefunden. Für Schiff und Mannschaft schönster Lohn ist die Patin Gabi Dohm. Mit einem zünftigen Ständchen wird die wackere Schauspielerin empfangen, die sich auch bei Wind und Wetter auf den Anlegesteg hinausgewagt hat. Aber wann darf man schon mal ein Schiff zu Wasser lassen, das den eigenen Namen trägt? Übrigens, hinter dem Kapitänsbart versteckt sich niemand anders als Kurt Felix. Was ahnen lässt, dass in diesem Verstehen Sie Spaß-Klassiker nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Darf ich Sie bitten, den Taufakt vorzunehmen? Liebe Gabi Dohm, hier ist nun Ihr Mikrofon. Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist eine große Ehre für mich, diesem schönen Schiff meinen Namen verleihen zu dürfen. Und ich hoffe, ich bringe diesem Schiff Glück und Segen auf allen seinen Wegen, auch bei Sturm und Regen. Ja? So. Schiff auf den Namen Gabi. Schiff, ahoi!
dem allgemeinen Reimzwang mal Genüge zu tun, trifft die Gabi mit der Flasche, legt das Schiff in Schutt und Asche. Was war das? Um Gottes Willen, was war das? Weiß jemand, was das ist? Ich hab keine Ahnung. Nein. Sagen Sie bitte was. Ich hoffe, dass das Schiff trotzdem großen Qualm und Krach großes Glück haben wird. Und wie immer, Scherben bringen Glück. Und ich hoffe, ich wünsche Ihnen eine gute Fahrt. Ja, sehr natürlich. Ja, was soll man machen? Die Flasche zerstören, sie hat nicht das Schiff. Nein, ich habe nicht das Schiff zerstört. Da hat irgendjemand was gemacht. Das ist ja kaputt, das ist ja. Ja, ich weiß nicht, warum da was da passiert ist. Der Kapitän muss halt. Ja, was ist passiert? Hier hat es ja wohl Kameras. Ja. Das ist aber nicht für die Tagesschau, sondern für die Sendung Verstehen Sie Spaß. Ja, ich verstehe Spaß. Ach so! Männer und Shoppen, ein Thema für sich. Das starke Geschlecht gerät da durchaus mal auf Irrwege. Oh, hallo. Ist auch was zum Anprobieren. Ja, ein bisschen was. Hey, was hast du Schönes? Da kannst du dich da umziehen. Hast du auch Unterwäsche zum Probieren, oder was? Ja, ich darf. Also ich finde das super. Der weltgewandte Mann gibt sich in heiklen Situationen wie dieser allerdings keine Blöße und übersieht, dass die Gefahr auch von einer ganz anderen Seite kommen kann. Des Hauses Peter Hahn. Nein, es scheint sich hier um die Herrenunterwäsche-Kollektion zu handeln. Bitte! Auch der Nächste bleibt souverän und erinnert sich sogar an eine elementare Regel der Kleiderordnung. Unterhose mit Socken geht gar nicht. Bei anderen wiederum greifen angeborene Fluchtreflexe. Wieder im Kommen übrigens, gewagtere Feinripp-Modelle mit Eingriff. Man muss sie nur zu tragen wissen. Präsentiert ein Herrenmodell. Bitte, präsentiert von unserem neuen Super-Top-Model aus Russland. Auch Spitzen sind wieder Spitze. Schau, des Modehauses Peter Hahn mit unserem neuen Stern am Model. Bitte, in einer lustigen Kreation. In diesem Fall hat sich zumindest die Unterwäsche nicht in der Umkleide geirrt. Genieß den Anblick doch mal. Sonala. Ja, wie heißt du? Andi. Wie? Andi. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Hat der Dank.